So, willkommen zurück. Ich habe jetzt gespeichert und wir werden hoffentlich den Kerl hier mit seiner Armbrust fertig machen. Das ging eigentlich ganz gut. Ich hatte gehofft, wir kriegen seine Armbrust, kriegen wir aber gar nicht. Verschieben. Um ein Objekt zu verschieben, darf Connor nicht bewaffnet sein. Stellen Sie Connor an das Objekt und lassen Sie ihn dorthin gehen. Falls es etwas ist, was er verschieben kann, wird er damit beginnen. Gut. Wenn ich noch weiter zurück kann, dann sehen wir, dass hier oben eine Axt hängt, an die wir rankommen wollen. Dann können wir das Haus des Alchemisten aufmachen, öffnen, und noch viel mehr. Zack, und schon haben wir sie. Rücksprung. Um Connor zurückspringen zu lassen, lassen Sie ihn rückwärts laufen und drücken dann einfügen. Also so. Woo! Mit einem coolen Salto. Schick, schick. Oh. Was ist das? Oh nein, was geht hier vor? Unrechtmäßiger Besitzer, das Maskenteil, gib es her! Mit welcher Rechtmäßigkeit, Herr? Genug geredet, gib es her! Dann kämpfen wir darum. Los! Los! Da steht er. Nein, ich bin tot. Gut, gut gemacht. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Ich hätte vielleicht doch was nehmen sollen, nachdem ich den mit der Armbrust kaputt gemacht habe. Ich probiere jetzt mein Glück nochmal mit dem Trank und hoffe, dass ich das gut anstelle. Das? Oh nein, was geht hier vor? Unrechtmäßiger Besitzer, das Maskenteil, gib es her! Mit welcher Rechtmäßigkeit, Herr? Genug geredet, gib es her! Dann kämpfen wir darum. Los! Ja. Widerwärtiger Schurke. Ha. Von woher kam er nach Daventry? Ich hab's geschafft. Ich bin so froh, ne? Weil das Spiel jetzt so oft an der Stelle abgestürzt ist und einfach nach der Sequenz nicht weiterging. Deswegen bin ich so froh, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. Und er hat auch einen Trank fallen lassen. Und den hier, was ist das? Dieser Trank wird meine Kraft bei Kämpfen stärken. Okay. Also bei so einem Kampf wie gerade eben, ja. Gut, gut, gut. Oh, ich freue mich echt, dass das jetzt geschafft ist. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich dran gesessen habe. Und alles ausprobiert habe, aber es hat so oft gehakt an der Stelle. Okay. Was war das für ein komischer Kerl, der uns die Maske wegnehmen wollte? Oder das Maskenteil? Jetzt ist nur die Frage, okay, wir haben die Axt. Dann gehe ich doch zum Haus des Alchemisten und öffne da die Tür. Ich
hoffe, es kommen jetzt keine neuen Gegner hier in der Gegend, die ich schon kenne. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich bin mal gespannt, was wir beim Alchemisten finden. Bestimmt noch irgendwie neue Tränke. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier endlich weitermachen kann. Okay, Axt rausholen. Und... sehr gut. Dann gehen wir mal rein. Ganz langsam über die Treppen. Oh, ich krieg's gerade nicht hin zu laufen. Vielleicht sollte ich die Kamera drehen. So, jetzt aber. Und ich steck mal meine Axt weg. Was ist das hier alles? Nichts von Interesse anscheinend, aber sollten wir den Bunsenbrenner nicht ausmachen vielleicht? Das wäre ganz nett. Was ist das hier? Ach so, das ist eine Waage. Jetzt erkenne ich das erst. Okay, das hier. Das Elixier des Lebens besitzt wertvolle heilende Eigenschaften. Und noch so eine Elixier des Lebens. Ich finde, das sieht eher aus wie eine Ölflasche. Besen, nee. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, das war's wohl schon. Ist ja ein kleiner Laden. Okay. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen nochmal nach unten zur Mühle, also da, wo der Mühlstein war, denn ich glaube, da können wir jetzt mit unserer tollen Axt auch weiterkommen. Und dann erkunden wir neue Gebiete. Ich glaube, das war hier, oder? Irgendwo hier? Hier war ich noch gar nicht, ne? Doch, hier war ich schon. Hier habe ich das Hühnchen getötet. Was? Ach so, das ist die Lampe, die da so geleuchtet hat. Das hat mich etwas irritiert. Okay, Axt. Und hier neben dem Haus stand nämlich ein Baum. Daran kann ich mich auch noch erinnern, dass wir den hier fällen müssen. Und dann kommt da kein Wasser mehr durch oder so? Und dann können wir unser nächstes Equipment bekommen. Wenn ich das dann mit dem Springen hier hinkriege, weil er springt immer sehr, sehr hoch und weit. Und deswegen muss man relativ weit wegstehen, wo man irgendwo hochspringen kann. So? So. Okay. Dann haben wir jetzt Seil und Haken. Wird auch sehr wichtig sein. Seil und Haken. Wenn sie sich in der Nähe von bekletterbaren Wänden befinden, erscheint unten rechts ein Seil plus Haken-Symbol mit einem Auf-Ab-Pfeil. Ab-Pfeil. Wählen und benutzen Sie das Symbol an der gewünschten Wand. Okay. Sollten wir hinkriegen... dann würde ich sagen, laufe ich jetzt hier hinter der Brücke den Weg hoch. Und hoffe, dass da keine Gegner warten, denn darauf habe ich jetzt gerade wenig Lust, nachdem ich diese Scherge oder diesen Kerl da getötet habe. Oh, da liegt noch ein Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Dann gehe ich näher ran. Hole mir den Pilz. Gehe wieder zurück.
und gehe hier lang und komme zu einem Turm mit Wasserfall. Die Kraft des Wassers ist zu stark, ich komme nicht durch. Ach so. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt auf diesen Turm kommen. Genau, hier ist dieses Symbol. Seil und Haken. Es gibt Plätze, an denen Sie Ihr Seil benutzen können. Wählen Sie das Seil aus und klicken Sie an die Wand. In der Kletterposition benutzen Sie vorwärts, rückwärts, um auf- und abzuklettern. Gut, dann hoch. Ist auch einfach badass, wie er da immer den Haken hochwirft. Ich meine, das sind schon ein paar Meter. Ich weiß nicht, wie viele. Falls es in meiner Macht steht, werde ich Sie von diesen schrecklichen Bedingungen befreien, guter Mann. Was auch immer er da oben gemacht hat, hat er die... Es scheint, der Steinmetz hat fehlende Ziegel ersetzt, bevor der Sturm aufkam. Okay, gut. Das hatte ich mich gerade auch gefragt. Und wir werden die jetzt einfach mal runterschieben. Und dann sehen wir, dass wir da unten reinkommen. Hervorragend, es hat funktioniert. Hervorragend, das hat er lustig gesagt. Dann gucken wir doch gleich mal, was da drin ist. Ich weiß zwar nicht, ob es schlau ist, das jetzt schon zu tun, aber ich mach's einfach mal. Die anderen Wege sind ja dann immer noch da. Wir können immer noch zurück, hoffe ich. Muss ich da hochspringen? Springen? Hui! Und dunkler Tunnel. Sieht ja sehr nett aus. Sie sind dabei, eine neue Region zu laden. Möchten Sie das wirklich? Nein. Ich möchte noch mal kurz... hier gucken. Okay, das ist nur so ein Gestell. Dann gehe ich, glaube ich, da rein. Neue Region. Ja. Okay, ja, sorry, ich habe die letzten paar Sekunden vergessen aufzunehmen. Wir sind jetzt im Schloss Daventry, beziehungsweise im Geheimgang dorthin. Das war auch total geheim und schwierig. Es ist zu weit weg. Okay, das sind wohl der König und die Königin, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den anderen King's Quest-Teilen zu tun hat. Wobei, sie könnte die aus King's Quest 7 sein. Es ist ein wundervolles Porträt ihrer Majestät, Königin Valanice. Ja, Valanice, genau, die war im 7. Teil. Dieses Porträt des Königs Graham sieht leicht verschoben aus. Aha. Dieses Porträt des Königs Graham sieht leicht verschoben aus. Können wir dann das verschieben? Dieses Porträt des Königs Graham sieht leicht verschoben aus. Okay, vielleicht brauchen wir auch einen Schalter dafür. Ich gehe erstmal weiter. Was ist das? Hallo? Ich trage die Asche einer Fackel. Cool. Ja, Asche ist schon was Besonderes. Sollte man immer im Inventar haben, oder? Das ist wohl der Königssaal. Finde ich ja auch ein bisschen sehr trostlos, muss ich sagen. König? Leider war nicht einmal... Ja, nochmal? Leider war nicht einmal König Graham dieser furchtbaren Magie gewachsen. Was passiert im Spiegel? Sterblicher, glaubst du wirklich, mich aufhalten zu können? Ha! Hau ab zu Mama, Fürstchen! Was? Wer bist du? Das finde ich gut, dass er sagt, hau ab zu Mama, Bürschchen. Ich meine, das, ja, er sieht schon recht jung und, ubihaft aus.
Ich verspreche nicht aufzugeben, Herr, bis Sie unser schönes Land wieder betreten werden. Sie und die guten Menschen von Daventry haben nicht weniger verdient. Gut, aber... Was genau hat uns das gebracht? Außer ein bisschen Erfahrung. Also okay, wir wissen jetzt, wer unser Widersacher ist. Nicht einmal dein Schwert konnte dich vor diesem Leiden schützen. Ich weiß nicht wie, aber ich werde dich von diesem Zustand befreien. Deine Armbrust war kein Mittel gegen dieses widerliche Übel. Ich werde nicht aufhören, bis du wieder frei herumlaufen kannst. Die Tür ist versperrt. Ich sollte woanders schauen. Okay, da kommen wir also nicht raus. Ich glaube, hier gibt's sonst nicht viel zu sehen. Okay. Ja gut, sonst ist hier ja nichts im Raum. Wir haben jetzt die Asche einer Fackel. Was machen wir damit? Und was machen wir mit dem Bild vom König? Das wollen wir... Also ich meine, wenn er sagt, es ist verschoben, dann ist da ganz sicher was hinter. Aber macht er das oder macht das nicht? Oder brauchen wir wirklich noch einen Schalter? Hier hinten war noch eine Fackel. Vielleicht bringt es was, wenn wir an der rumdoktern. Nee? Okay, ich gehe nochmal rein. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, da irgendwie hinterzugucken. Weil sonst wird er ja nicht sagen, das Bild hängt schief. Na komm. Es ist ein wundervolles Porträt Ihrer Majestät, Königin Valanis. Dieses Porträt des Königs Graham sieht leicht verschoben aus. Aber mehr sagt er dazu nicht. Dieses Porträt des Königs Graham sieht leicht verschoben aus. Nö. Okay. Kann ich Asche drauf werfen und dann tut sich was. Das wird nicht funktionieren. Nee, das mir. Aber wieso können wir da jetzt nichts machen? Hat das was mit diesen Flaggen auf sich? Anscheinend nicht. Oder kann ich an der Fackel nochmal ziehen? Nee, auch nicht. Okay, vielleicht komme ich dann später nochmal hierher. Denn da muss irgendwas sein. Ich gucke jetzt noch einmal in diesen Raum. Vielleicht ist es auch nur so, dass wir jetzt darauf aufmerksam werden sollen und das erst später machen können. Warte mal. War da was? Ach so, das ist der Schalter auch für diese Tür, für den Kamin. Ach so, das ist ein Kamin und dann kann man den aufmachen. Ja, das ist gar nicht so doof. Ist Geheimgang? Na gut, ich muss später wiederkommen. Dann gehe ich jetzt noch hier raus und würde sagen, das war's dann für heute. Und wenn jetzt keine der Fackeln hier noch irgendwie besonders ist, dann, ja, war es das für heute. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!